Heinrich Christian Boyer, Dichter des Heinz, 1772 bis 1776, Barfüßerstraße 16. Heinrich Christian Boyer. Heinrich Christian Boyer, geboren am 19. Juli 1744 in Meldorf, gestorben am 25. Februar 1806 Ebenda, war ein deutscher Dichter und Herausgeber. Leben. Boyer war der Sohn des Meldorfer Predigers und späteren Propst von Flensburg, Johann Friedrich Boyer. Er studierte 1764 bis 1767 Jura an der Universität Jena, ab 1769 in Göttingen. Dort gründete er zusammen mit Friedrich Wilhelm Gotter die literarische Sammlung Göttinger Museenalmanach, deren alleiniger Herausgeber er ab dem Jahre 1770 war. 1774 legte er die Redaktion nieder. Boyer gelang es, den Almanach zunehmend für die moderne Literatur seiner Zeit zu öffnen. Insbesondere der Almanach auf das Jahr 1774 wurde zum Forum der neuen Schriftstellergeneration. Zu den Autoren zählten unter anderem Goethe, Hölty und Bürger. Der Museenalmanach wurde im Zuge dessen zu einer populären Publikationsform im deutschen Sprachraum. Boyers Sammlung ist der Grundstein der deutschen Almanachskultur, die bis zur Frühromantik andauerte. 1776 ging Boyer als Stabssekretär nach Hannover. Ab 1781 hatte er das Amt eines Landvogtes in Süderdithmarschen inne. Er lebte seitdem wieder in Meldorf, wo er sich mit dem Arabienforscher Carsten Niebuhr befreundete. Am 12. September 1772 gründeten Johann Heinrich Voss, Johann Martin Miller, dessen Vetter G.D. Miller, Ludwig Christoph Heinrich Hölty, Johann Heinrich Hahn und Johann Thomas Ludwig Wers den sogenannten Göttinger Hainbund. Boyer hatte als Mentor diese Dichter und jungen Männer um sich versammelt. Sein Almanach, der jährlich erschien, wurde das Sprachrohr des Hainbundes. In den Jahren 1776 bis 1788 war Boyer zunächst gemeinsam mit Christian Wilhelm vom Dohm und später alleine der Herausgeber des Deutschen Museums und 1789 bis 1791 der Fortsetzung dieser Reihe des Neuen Deutschen Museums. In der vielseitigen und umfangreichen Monatsschrift fanden sich unter anderem literarische, philosophische und politische Abhandlungen. Zu den Beiträgern gehörten zum Beispiel Herder, Goethe und Klopstock. Das Deutsche Museum wurde ein bedeutendes Organ in der Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens. Boyer übersetzte R. Chandlers Reisen in Kleinasien und Griechenland aus dem Englischen. Boyers Schwester Ernestine, 1756 bis 1834, heiratete den Dichter und Hainbundgründer Johann Heinrich Voss. Boyer selbst heiratete im Juni 1785 Luise Meyer, mit der ihn eine langjährige Brieffreundschaft verband, die jedoch nur ein Jahr später bei der Geburt des ersten Kindes starb. Seine zweite Frau wurde 1788 Sarah von Hugo, mit der er mehrere Kinder, darunter Zwillinge, hatte. Der Sohn Heinrich Boyer begleitete eine Expedition nach Java. Der ältere Bruder Friedrich wurde Jurist und Ornithologe.